Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation. Und ich mache noch eine kleine Fahrtorte zum Abend, zum Abschluss. Und zwar möchte ich noch eine Tour machen. Biege nach Und links ab. zwar ist er frei, da ist er frei. Ja, eine kleine Tour machen. Und Biege nach zwar. links ab. Ich habe hier. Und zwar haben wir da links hinten, fahren wir gleich in den. Stopp. Muss ich jetzt meinen Vater abholen? Ich werde nach Zürich fahren. Dann ist das auch sehr gut, okay? Da geht es dann so rein. Biege nach rechts ab. Ja, hier eine. Das war eine schöne Fahrt. Eine kurze vor allen Dingen, ne? Nein, natürlich weiter, bitte. Fressmarkt. Und da haben wir Zürich den wir nehmen und hier auch da nehmen. Müssen wir sehen. Ja, ich habe okay. Auf geht's. Wir sind gleich dran. Kein Problem. Und jetzt. Ich finde eine neue Route. Schön. Okay. Jetzt frei. Dann fahren wir jetzt mal hier so rum. Biege nach rechts ab. Okay. Dann haben wir einen Tank hinten dran, wo es einen schweren, den wir jetzt nach Zürich bringen. Benzin, ADR fährt, ADR fährt. Ich habe jetzt den Auflieger für Tankcontainer habe ich hier dran. Und damit gibt es sehr gutes Geld. Natürlich kann ich damit fahren. 6.000. Okay. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Eine kleine Fahrt natürlich. Gibt 6.000 Euro heute. Zwar nur, aber ist Biege nach egal. rechts ab. Mit dem Seil. Mit dem Seil. Da brauche ich 2 Stunden, bin ich da, ne? 3 Stunden bin ich da. Also. Jetzt muss ich da links fahren. Da hinterher. Immer geradeaus. Genau. Und jetzt muss ich allerdings hier. Nimm die Ausfahrt rechts. Okay. Hier schon. Ich war schnell. Ich ging aber schnell jetzt. Kommen wir mal runter. Mit meinem Tank. Natürlich ist er nicht so weit. 220 Kilometer, 174 habe ich noch.
150 Kilometer noch. Jetzt gerade ausfahren, ne? Jetzt muss ich gerade ausfahren. Ich war zu schnell unten. Ich war zu lange unten und dadurch zu schnell. Ich bin dann wieder leicht nicht runtergefahren. Dachte, es geht dann geradeaus weiter. Und Bomb machte das hier anders. Sofort änderte die Streckenführung. Der hat dann natürlich schon erkannt, was ich erwarte. Und in dem Bruchteil der Sekunde hat er gleich eine andere Tour präsentiert, um so eine unberechenbare Situation zu schaffen. Also, wo geht's da hin? Da geht's nach Straßburg, da geht's nach Zürich. Nehmen wir an, das ist jetzt da drüben rüber geht, ne? Hier muss ich rüber, weil es hier nach Zürich geht. Ja, wieso schwank ich heute hier hin und her? Und jetzt an den Behälter oder? Immer geradeaus. Sind nicht schwer genug oder? Was passiert hier? Bin ich zu schnell? Haben wir den Luftballon da hinten? Ja. Also nochmal in Schweizer Land. Zu den Schweizer Eidgenossen. Und dann, die haben so enge Straßen gehabt letztes Mal. Da fahre ich auch nicht gerne in den Bergen und so. Ja, wo fahre ich überhaupt gerne hin? Nach Skandinavien. Norwegen. Da fahre ich gerne hin, aber. Ja, ich sag mal, in der Schweiz habe ich auch schon ein paar Unfälle gemacht. Frankreich sowieso. Polen darf ich gar nicht denken, das habe ich verwüstet. Ja, liegt aber nicht an den Ländern, liegt an mir. Ich fahre zu schnell. Wenn man 50 Jahre so langsam auch nicht fahren. Ja, also heute noch eine kleine Tour gemacht. 107 Kilometer habe ich noch. Sind wir noch in Deutschland? Ich denke ja. Vor allen Dingen möchte ich auch noch heute ankommen. Da hat sie nur einmal 2 Stunden noch vielleicht. Um 15 Uhr. Das sollte reichen. Wir haben heute 6.000 verdient. Da sind wir heute bei 50.000 am Abend. Und morgen müssen wir mal sehen. Was meine Leute so erarbeiten, die machen 2 Touren pro Tag, ich mach 4 Touren, denken, immer geradeaus. Denken haben wir noch, ja, denken brauchen wir nicht, die 100 Kilometer, die schaffen wir nur so, das hält der Tank noch drin, das ist noch drin im Tank. Also ich möchte vielleicht die ganzen Aktusse, die ich habe, umtauschen gegenüber Typ Stalis. Der kostet ja nur 2.000 Euro mehr in der Anschaffung, also 118.000 statt 116, hat aber dafür jetzt in der Schweiz
mit Switzerland und hat aber dafür mehr PS. Und einen großen Tank vor allen Dingen auch. Ja, wir brauchen einen großen Tank. Wir brauchen starke Maschinen. Ja, meine Leute eigentlich. Ich müsste alle meine LKWs aufstocken, wieder aufrüsten. Und dann werde ich in der Schweiz hier vorsichtig lang. Demnächst rechts abbiegen. Vorsichtig fahren hier. Biege nach rechts ab. Ja. Jetzt haben wir wieder die enge Abfahrt hier. Die enge Abfahrt, wo man dann nicht sieht, ob man da rumkommt oder nicht, wo man dann hängen bleibt. Das war knapp jetzt. Das war knapp. Das war ganz knapp. Ich kannte das schon, aber ich wusste jetzt nicht, dass ich da dann beinahe vorbeikomme, wieder hängen bleibe. Und ich hatte dann nicht damit gerechnet, dass es so spontan gleich hier abwärts geht. Ich kam wieder angeflitzt. Okay. Das sind die Fallen, die das Programm hier stellt. Man muss misstrauisch sein bei jeder Bitte Kurve. Rechts halten. Misstrauisch sein. Was haben wir jetzt hier? Sind wir in der Schweiz, 22 Kilometer vom Ziel. Hier kenne ich nicht weiter. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich denke, da darf ich nicht fahren. Oder was war los hier? Oder doch? Oder kommt die, darf ich doch hier runter? Was ist jetzt da gesperrt gewesen? Die rechte Fahrtbahn oder was? Ich weiß nicht genau. Ja, fährt eigentlich genug. Biege nach rechts ab. Ich bin doch schon rechts ab. So, hier jetzt runter. Ich bin doch rechts ab. Hier geradeaus natürlich jetzt da. Soll ich geradeaus fahren, ne? Ja. Da geht es natürlich rein. Und da muss auch mein Ziel sein. Ne, da geht es nicht weiter. Ja, toll. Und jetzt komme ich nicht weiter hier. Was jetzt fahren? Jetzt haben wir wieder ein Spielchen da. So geht nicht. Wie weit kann ich denn durchfahren? Also nicht, mein Lieber. Die so gerade zurückfahren. Wenn schon zurück, dann bitte gerade. So, ja. Und so genau.
drüben noch auf die andere Seite. Da drüben hochfahren. Da geht es am Bern. Ich muss aber da geht es nach Stuttgart in Druck. Dann fahre ich dann da vorbei und da ist super. Weil ich ja jetzt um die Ziel da jetzt hoch. Okay, das war's. Stopp. Das war's. Jetzt fahre ich jetzt hier rüber. Hier darüber fahre ich jetzt. Jetzt fahre ich da drüben rein. Wie sieht es aus? Guck mal da hoch. Das ist Freigasse, jetzt fahren wir da hoch. Wir müssen wenig fahren. Und ich weiß ja nicht, ob ich da natürlich komme, aber ich hoffe doch, dass ihr eine Natur findet. Der hat sich also vorhin dahingestellt und dann unten wieder. Und so, jetzt sind wir also hier. Welche ist der Stuttgart? Ich muss nach München. Route neu berechnen. Ja, mach das. Mach das. Da geht es gleich runter. Was haben wir jetzt? 49 Kilometer. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay. Da haben wir Stuttgart. Hier geht's runter. Nimm die Ausfahrt rechts. Okay. Und auf der anderen Seite wieder hoch. Diesen engen Fahrbahn hier. Und jetzt. Biege nach links ab. Jetzt nach links abbiegen, ja. Okay, den haben wir geschafft. Dann fahren wir gleich wieder drüben und weiter rüber. Biege nach links ab. Ich kann mal sie nach links abbiegen. Ja. So, jetzt schon da vorhin das Problem. Ich sehe, dass ich hier umkomme. Aber so gerade geschafft. Das war kein Schild, nicht zu rammen. Okay, weiter. Und das war jetzt auch nicht okay, aber ich wusste mir nicht anders zu helfen, weil von selber geht der Unfall nicht weg. Da stand ich schon mal stundenlang vor, beziehungsweise Jutta. Das ist eine. Okay. Und jetzt geht es natürlich. Was habe ich noch? 30 Kilometer, ja. Hurra.
geht zum Zielort. Bitte rechts halten. Rechts halten geht nicht. Also müssen wir wieder, da war ich schon mal, bin ich unten rumgefahren, das ging nicht. Also fahren wir jetzt geradeaus. Dann fahren wir jetzt geradeaus. Und nimm die Ausfahrt rechts. Dann dürfen wir nicht, bringt nichts, müssen wir hier geradeaus fahren. Hier müssen wir also hier fahren. Wir müssen eine neue Tour finden. Das ist die Tour, die wir jetzt schon hätte vorhin finden sollen. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Gut. Gut, gut. Ich habe vorhin gedacht, dass ich da trotzdem vorbeifahren könnte, weil ich da keinen Unfall sah. Aber nee. Wenn der da steht, heißt das. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay, aber doch zügig. Jetzt ist er auch noch zügig. Oder der hat das schnell hier angiert. Die Ausfahrt rechts. Das schnell hier angiert. Und was haben wir jetzt hier? Müssen wir rechts rüberfahren und langsam fahren vor allen Dingen. Was sind die in auf dem Schild da? Schikane, Kurven. Die engen Kurven auch noch. Da bleibe ich dann hier im Gelände hängen. In der engen Straßen. Sind die hier schmaler oder? Könnte annehmen. Ja, ich bin ja gleich da, mein Lieber. Ich bin ja gleich da. Auf der Tür, aber. Sind wir gleich da? Sind wir gleich da? Jetzt muss ich gleich links fahren, ne? Ich links einordnen und dann quasi. Noch nicht, aber gleich. Links halten und dann links abbiegen. Okay. Dann links abbiegen jetzt schon. Biege ja. Nach links ab. Ja, machen wir. Gleich. Wenn grün ist, bei grün biege ich nur ab, mein Lieber. Aber nicht bei rot. Jetzt hier rein. Muss man hier rein. Hier rein. Ja. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Hier schön, ja. Zwei Spuren. Und jetzt. Und jetzt, jetzt wieder links fahren. Noch nicht, aber oben links will. Halten und dann links abbiegen. Ja. Biege nach links ab. Nochmal auf diesen Verkehr, ja, toll, mag ich gerne.
Das mache ich gerne für dich. Und jetzt wieder rechts abbiegen. Demnächst rechts abbiegen. Okay, machen wir. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Rechts abbiegen und dann links abbiegen, ja. Kommen wir mal ganz langsam rüber. Ja. Biege nach und links jetzt ab. Bauen wir hier ein. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. So sieht es aus. So sieht es aus. Noch ein Stückchen weiter. Und dann nochmal den da bestätigen. Fahren wir dann darüber. Sind wir da? Okay. Das haben wir ausgezeichnet. Hurra! ADR Klasse 3. 57 Punkte. Haben wir am Fortfahren. Profit 39.000. Okay. Dann sind wir bei 39.000. Jetzt haben wir also 39.000 am Amt. 39.087. Am 18 Uhr. 18 Uhr. Und das war's dann. Also fast 40.000. Fast 40.000. Okay, und tschüss Leute, bis zum nächsten Mal.